Ich heiße Sabine Jewasinski und bin Mitglied der Möckernkiez-Genossenschaft. Die Genossenschaft wird hier 471 Wohnungen bauen. Uns alle eint, dass wir ein lebenslanges Wohnrecht haben in dieser Genossenschaft. Für mich bedeutet Wohnen wirklich auch ein Grundrecht zu haben auf Sicherheit, auf Geborgenheit. Und deshalb finde ich es wichtig, dass Wohnen nicht an private Spekulanten fällt, dass man mit Wohnen nicht wahnsinnige Gewinne erwirtschaftet. In dieser Stadt ist in den letzten 20 Jahren zu wenig gebaut worden. Und von Seiten der Politik tritt man auch der Spekulation mit Grund und Boden nicht wirklich entschlossen entgegen. Ich wünsche mir einen wirklichen Wandel in der Politik von Berlin, gerade in der Wohnungsbaupolitik. Denn in Berlin wird viel gebaut, das ist richtig. Das sind aber im Wesentlichen Eigentumswohnungen in einem sehr teuren Marktsegment, die gebaut werden. Und ich finde, das kann nicht mehr so weitergehen.